Ja, also so einen YouTube-Kanal zu betreiben, das ist ein Fulltime-Job, kostet sehr viel Zeit. Und dementsprechend, wenn du natürlich Zeit investierst, musst du auch am Ende des Monats ein paar Euros verdienen. Bei YouTube gibt es zwei Einnahmequellen eigentlich, wenn du deinen Kanal mit Content fütterst. Einmal die AdSense-Einnahmen, die YouTube an den Einzelnen ausschüttet, plus die Produktplatzierung. Wenn gewisse Unternehmen auf den jeweiligen Influencer zukommen und ihm eine Kampagne vorstellen, weil du bei einem YouTuber, der zum Beispiel jetzt sportaffin ist, auf seinem Kanal 100% Sport macht, du als Marke, wenn du zum Beispiel jetzt Sportbänder hast zum Trainieren, eher sie da einsetzt, bevor du jetzt bei einer Champions League Finale irgendwie dann da eine Frau hast, die da mit diesen Bändern arbeitet. Also die Zielgruppe ist bei so einem Influencer viel, viel genauer, würde ich jetzt mal sagen. Warum ist Puma auf Anne zugekommen? Weil sie natürlich eine Zielgruppe bedient, oder bei ihr, die hat so viele Zuschauer, so viele Mädels mögen und lieben diese Dame, die da täglich Fitness macht. So, wenn dann so ein Kunde wie Puma auf sie zukommt, der so groß ist und doch so klein, als weil es wie eine Familie ist, und sie das ganz offen kommuniziert, ne? Ist ja nicht so, dass jetzt eine ganz offene Kommunikation, ich stehe zu dieser Marke und die Sachen trägt sie dann auch.